Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu diesem Video. Ich habe schon lange kein Video mehr gemacht. Ich werde demnächst noch ein Video machen und dann auch erkläre, warum ich so lange nichts habe von mir hören lasse und wie das in Zukunft auch hier auf dem Kanal weitergehen wird. Das soll aber jetzt nicht das Thema sein. Hier geht es jetzt darum, wie auch in der Videobeschreibung steht, um Probleme mit der Lua-Skripte. Ich habe vor längerer Zeit schon ein Video gemacht, in dem ich erklärt habe, wie man mit Lua-Skripte Bilder direkt aus Darktable an GIMP übergeben kann. Man kann mit diesen Lua-Skripte noch mehr machen. Also das ist dieser Bereich, der hier steht. Wenn man hier über GIMP startet geht, hat man eben die Möglichkeit, im Exportmodul Edit with GIMP anzugeben und kann dann Bilder direkt an GIMP verschicken. Das funktioniert unter Linux auch einwandfrei, aber jetzt haben sich schon ein paar Windows-User gemeldet und da ist eigentlich immer das gleiche Problem, dass die Datei nicht übergeben werde. Aus diesem Grund mache ich jetzt das Video, da zeige ich, wo das Problem liegt und wie man das beheben kann. Also der Fehler ist einfach, man hat jetzt ein Bild ausgewählt, nach der Bearbeitung, vor der Bearbeitung ist jetzt egal, es geht einfach darum, ich markiere ein Bild, sage, gehe auf Edit with GIMP und sage Exportieren. Man sieht, dass er hier auch was macht. Es öffnen sich jetzt auch gleich ein paar von den Command-Line-Fenster. Die kommen hier. Und das war es dann eigentlich auch so. Auch schon. Weiter passiert da nichts. Ich muss dazu sagen, ich arbeite normalerweise ausschließlich mit Linux und habe jetzt für dieses Video eine virtuelle Maschine mit einer Windows 10 Installation aufgesetzt. Es ist nicht gerade das schnellste, das bitte ich zu entschuldigen. Mein Rechner ist nicht mehr der neueste, aber ich denke, zum Zeiger funktioniert es. Okay. Wir machen Darktable mal zu. Mache mal ein Command-Line-Fenster auf. Wie gesagt, das einzigste, was ich installiert habe, Firefox, Darktable, GIMP und das Git, das man braucht für die Lua-Skripte. Wenn ihr das mit diesen Lua-Skripte jetzt nicht sagt, schaut ihr bitte das alte Video von mir an. Da ist das alles beschrieben. Also, um das Problem rauszufinden, kann man Darktable von der Konsole aus starten. Mit der Option D, Lua, und übergibt die Ausgabe an eine Datei, also einfach in eine Textdatei. Ja? Ich nenne es jetzt einfach mal log.txt. Jetzt haben wir das Problem, dass er den Befehl Darktable hier nicht findet. Das ist eben so eine Windows-Eigenart. Aus dem Benutzerverzeichnis raus lasse sich wohl nicht alle Programme von der Konsole aus starten. Kein Problem, wir gehen einfach mal in das Verzeichnis rein von Darktable. Und zwar in bin ist die ausführbare Datei. Und wir versuchen es hier nochmal. Die nächste Eigenart von Windows, Zugriff verweigert. Also ich kann in diesem Verzeichnis nichts schreiben, darum kann er keine Logdatei anlegen. Ja, darum funktioniert es nicht. Was man machen kann ist, wir gehen mal an die Umgebungsvariable über env, Systemumgebungsvariablen. Da gibt es jetzt zwei Bereiche für den Benutzer und allgemein. Und wir ändern einfach mal beide. Da passiert nichts Wildes. Geht auf Neu, auf Durchsuche und wir suchen einfach mal den
Pfad zu Darktable unter Programme Darktable Bin. Okay. Und das gleiche geben wir hier unter bei Parse ein. Machen wir hier neu, durchsuchen. Dieser PC, Platte C, Programme, Darktable, Bin. So. Machen das alles zu. Wenn man Parse eingibt, hat er das jetzt eben noch nicht übernommen. Das heißt, wir müssen den Benutzer neu anmelden. Also machen wir hier mal den Benutzer abmelden. Melde ich mich neu an, dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier sind wir wieder. Also, wir starten die Konsole. Darktable-D Lua. Übergebe das an log.txt. Und jetzt kann ich im Benutzerverzeichnis eben dieses Log-File schreiben und er startet mir dann auch Darktable. Wie gesagt, ist etwas langsam. Bitte um Geduld. So, Darktable ist jetzt da. Jetzt versuchen wir das nochmal. Ich nehme das Bild, sage exportieren. Und im Prinzip haben wir jetzt eigentlich noch das gleiche Verhalten wie vorher. Allerdings können wir jetzt über das Benutzerverzeichnis, Benutzer, ja, hier auf diese log.txt drauf zugreife und mal reinschaue. Lua error gimp not found. Ja, so. Das können wir hier wieder zumachen. Es gibt jetzt zwei mögliche Probleme. Das erste ist, dass er die GIMP-Exe nicht findet. Gehen wir dann nach Programme, GIMP 2, auf Bin, suchen wir mal, eben, das heißt nämlich GIMP-2.10. Wir kopieren die mal. Kopieren. Mit Steuerung V fügen wir sie wieder ein und benenne sie einfach um in GIMP. Das ist das eine. Das zweite kann auch sein, dass er auch Probleme hat mit der Umgebungsvariable. Und aus diesem Grund gehen wir her und gehen wieder bei Parse, machen wir nochmal neu, durchsuchen und setze jetzt hier noch den Pfad auf GIMP. Also GIMP 2, einfach Bin. Okay. Und hier unter auch. Markiere, bearbeite, neu, durchsuchen, dieser PC, C, Programme, GIMP, Bin. Okay, okay, okay. Auch hier okay. Und das gleiche Spiel wieder. Benutzer abmelden, neu anmelden. Wir sehen uns gleich wieder. So, wenn wir neu angemeldet sind, starten wir Darktable mal direkt, ohne von der Konsole. Dann markieren wir wieder unser Bild. Edit with GIMP. Exportieren. Dann geht's einen Augenblick. Da sieht man dann eben auch den Pfad
wo er die Datei ablegt. Und dann startet der GIMP. Wie gesagt, das dauert jetzt eben einen Augenblick, weil das System einfach am Rödeln ist. So, und da fragt er dann noch wegen Farbraum, kann man auch Behälter. Und schon haben wir unser Bild in GIMP und können es hier drin bearbeiten. Ich hoffe, für die Windows-Nutzer ist es hilfreich. Wie gesagt, es liegt eigentlich eher an der Umgebungsvariable. Es kann auch daran liege, dass er auf GIMP.exe abzielt und nicht auf GIMP mit der Versionszahl. Darum einfach die Kopie, wenn es nach einem Update von GIMP nicht funktioniert, einfach das gleiche nochmal, einfach nochmal die GIMP.exe einfach wieder kopiere. Ansonsten blende ich hier nochmal den Befehl ein, wie man Darktable von der Konsole aus starten kann, um zu prüfen, was mit den Lua-Skripten nicht funktioniert oder wenn da was nicht funktioniert. Das ist eben auch für die Linux-Nutzer interessant. Das funktioniert da gleich. Der einzigste Unterschied ist, die Pfadangabe passe eben grundsätzlich unter Linux. Da schwächelt das Haus Microsoft eben. Okay, in dem Sinn hoffe ich, du kannst mit dem Video was anfangen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Vielleicht lässt du auch einfach einen Kommentar da. Wenn noch nicht passiert, abonniere doch bitte meinen Kanal. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns hier auf dem Kanal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Weiterhin viel Spaß mit Darktable. Weiterhin viel Spaß mit deiner Fotografie. Bleib gesund, sonnige Grüße und tschüss.